Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dem heutigen Video möchte ich euch meinen Rucksack vorstellen, den ich immer auf dem Trail dabei habe und zeigen, was ich so in dem Rucksack alles drin habe. Das ist ein Deuter Atec 16, der hat auch einen Rückenprotektor verbaut, was ich echt nützlich finde, falls man mal echt blöd stürzen sollte. So, fangen wir mal an mit dem ganzen Inhalt, was ich so dabei habe. So, wie gerade eben schon gesagt, das ist der Deuter Atec 16 Rucksack. Ja, den habe ich eigentlich immer so auf meinen Trails dabei, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und da möchte ich euch heute gern mal so zeigen, was ich da so alles mit dabei habe. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt hier bei dem unteren Fach mal an. Wie man sieht, habe ich auch den passenden Pulli heute in der gleichen Farbe zum Rucksack an. Was natürlich nur Zufall war. Ja, fangen wir mal direkt hier an der Seite an. Da habe ich einmal die Akkus für die GoPro. Genau. Die sind dann immer ja, vollgeladen hier drin. Dann haben wir einmal hier ein Klebeband, so ein schwarzes. Kann man auch immer mal wieder gebrauchen irgendwo, wenn mal irgendwas sein sollte. Dann habe ich hier einmal ein Feuerzeug, kann man auch immer mal gebrauchen. Dann haben wir hier einmal Ersatzbremsbeläge, falls mal was sein sollte mit der Bremse. Also ist nicht verkehrt, wenn man da welche dabei hat. Dann habe ich hier einmal das Multitool von Crank Brothers. Ja, das hat hier einmal so ein Kettennieter und ja, so das Wichtigste, was man halt so braucht, ist hier mit drin, wenn halt mal irgendwie auf dem Trail was sein sollte, irgendwas locker wird oder so, kann man das damit gut beheben, sage ich mal. Also ist nicht verkehrt, wenn man sowas auch dabei hat. Dann haben wir hier einmal ein paar Münzen. Ja, bei uns gibt es hier, wenn ich hier bei uns in den Bergen rumfahre, gibt es so Gaststätten, da stehen draußen so Getränkeautomate oder jetzt bei uns hier in dem Bikepark. Da haben die Jungs auch so einen kleinen Schrank stehen. Da sind auch Getränke drin, da kann man sich dann was rausholen und halt ein bisschen Geld reinschmeißen. So, dann haben wir hier Müsli-Riegel. Habe ich auch immer so zwei, drei Stück dabei. Was haben wir hier noch drin? Genau, hier habe ich dann so Aufsätze noch mit drin. Ich fahre ja tubeless und habe eben diese Gaskartuschen mit dabei, immer um den Reifen aufzupumpen, wenn was ist. Ja, die Kartuschen zeige ich euch auch, die habe ich hier. Also da habe ich hier einmal so einen kleinen Verbandskasten und ja, da ist halt so das Nötigste drin, wie jetzt hier die Gaskartuschen, eben um den Reifen aufzupumpen. Dann, ja, Mullbinden, eine kleine Schere ist da drin, ein paar Pflaster sind drin. Ja, kann man auch immer mal wieder gebrauchen, wenn irgendwie vielleicht mal was sein sollte. Keine Ahnung, man schlägt sich das Bein irgendwie am Pedal auf oder irgendwie durch einen Sturz irgendwas. Nein, es ist gar nicht so verkehrt, wenn man so einen kleinen Verbandskasten dabei hat. Ja, was haben wir hier noch? Handschuhe, so Gummihandschuhe habe ich immer ein paar dabei. So, jetzt habe ich hier erstmal nichts mehr drin. So, dann würde ich sagen, machen wir hier an diesem Fach weiter. Was haben wir hier so drin? Also ich habe hier einmal Flickset für Tubeless, weil ich fahre ja eben Tubeless. Ich nenne die Salami-Sticks, also das sind so kleine Sticks, dass wenn das Loch mal ein bisschen größer ist und die Dichtmilch das nicht verschließt,
kann man eben so eins dann reinmachen. Da hat man hier so ein, wie so eine Feile, da kann man dann ein bisschen in dem Loch rumkratzen. Dann hat man hier nochmal so, ja, wie so eine Gabel. Da kommt dann dieser Stick, sage ich mal, hier in der Mitte so rein. Ich zeige es mal ein bisschen höher. So, da kommt der Stick dann so rein. Und dann kann man den schön in den Reifen wieder reindrücken. Und ja, verschließt sozusagen das Loch dann. Dann habe ich hier einmal Reifenheber, die ganz normalen von Schwalbe. Normal nutze ich die ja gar nicht wegen Tubeless. Die habe ich trotzdem dabei. Ich habe auch einen Ersatzschlauch dabei, zeige ich euch auch noch gleich nachher. Falls mal wirklich so ein Loch drin ist, dass auch diese Sticks das nicht mehr verschließen können, habe ich halt eben einen Ersatzschlauch dabei, den ich dann eben reinsetzen würde, wenn es gar nicht mehr geht. Ja, eine Packung, Tempos. Dann habe ich die Transportsicherung hier von der Magura-Bremse immer mit dabei. Dann hier so einen kleinen Seitenschneider, kann man auch immer wieder gebrauchen. Und zwar für das zum Beispiel hier, für die Kabelbinder. Also ich habe da immer so ein paar Kabelbinder dabei. Falls eben mal wirklich irgendwie was lose wird, kann man das auch mit den Kabelbindern festziehen und dann ist es nicht schlecht, wenn man so einen Seitenschneider hat, um die abzuschneiden. Ja, dann habe ich hier noch so für die GoPro so einen Halter, so einen Ersatzhalter dabei. Ein Flickzeug für einen Schlauch, was ich eigentlich eh nicht oder ja nie nutzen werde. Dann, was haben wir hier? Ein Schlüssel, also den Akkuschlüssel habe ich dabei, falls ich mal irgendwie was am Akku machen muss oder den Akku rausnehmen muss. Habe ich da immer den Schlüssel mit dabei? Ja, hier für die GoPro noch so ein Halter und für das Stativ, dass man da dann die GoPro dran machen kann. Dann haben wir das untere Fach durch. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich das obere hier mal an. So, hier lege ich eigentlich mein Handy rein und ja, mein Autoschlüssel, wenn ich mal mit dem Auto unterwegs bin. Dann haben wir hier einmal, hier habe ich einmal die Powerbank drin mit einem Ladekabel. Haben wir hier die Powerbank drin. Was habe ich hier noch? Schnürsenkel von meinen Schuhen. Keine Ahnung, warum ich da Ersatzschnürsenkel immer mit dabei habe. Oder was die da drin machen. Das ist was sehr Interessantes. Das habe ich auch immer dabei. Das ist ein kleines Messer. Und zwar, ich zeige es euch gerade mal. Kann man das so rummachen? Und dann, nee, so, so, so. Ja. Und hat man hier so ein kleines Messer. Habe ich auch immer mit in der Tasche. Ist, wie gesagt, ganz klein. Hier, das ist jetzt wie so eine kleine, ja, wie so eine kleine EC-Karte. Wiegt auch nichts. Habe ich auch immer mit hier drin. Ja, dann eben die Schnürsenkel. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem vorderen Fach. Was haben wir hier alles drin? Meine Trinkflasche. Dann haben wir hier einmal Ersatzhandschuhe. Die sind ein bisschen wärmer, also sind ein bisschen dickere Handschuhe. Habe ich auch immer mit dabei. Dann habe ich hier einmal nichts Besonderes jetzt, also ist eine Regenjacke. Habe ich auch immer mit dabei. Falls es mal ein bisschen windiger wird oder anfängt zu regnen, kann man die anziehen. So, dann haben wir hier ein Stativ. Da habe ich jetzt so einen Handyhalter dran, weil ich tue auch ab und zu mit dem Handy filmen und der ist sehr praktisch. Den kann man schön auf den Boden hinstellen, kann man auch irgendwie um den Ast herumklemmen. Also
echt was sehr Nützliches, habe ich auch immer dabei. Dann habe ich hier noch so ein, ja, so ein normales Tuch, so ein Lappen, wo ich mit mir immer mitnehme. Hier ist der Ersatzschlauch, falls mal eben wirklich was sein sollte, kann ich den einbauen. Was haben wir da noch drinnen? Genau, einmal habe ich dann hier eben noch eine Lampe für vorne. Da gibt es einmal den Eco-Modus und einmal den Power-Modus. Also sozusagen normales Licht und Fernlicht. Dann habe ich einmal hier noch eine Lampe. Ne? Genau. Ja, falls ich mal wirklich so irgendwie so lang unterwegs bin und es wird dunkel, dass ich die da noch dran machen kann, dass ich nicht ganz im Dunkeln rumfahren muss. Ja, das war eigentlich so alles, was ich so in der Tasche immer mit mir führe. Ich zeige euch noch einmal hier den Protektor, den Rückenprotektor in der Tasche. Der scheint echt, ja, zum Rausholen ein bisschen schwer, aber ich hoffe mal, man sieht den hier. Also das ist schon was echt sehr Praktisches, finde ich. Und ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch so, na, noch so Seitentaschen. Kann man auch irgendwas reinlegen. Ich habe da jetzt nichts drin. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, Tempos drin gehabt mal. Hier. Genau, da ist ein paar Tempos noch drin. Ja, das ist so der Rucksack von mir, den ich immer so mit dabei habe auf dem Trail und die ganzen Sachen, die ich halt immer so mit drin habe. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon wieder zum Ende vom Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wie immer, falls ihr noch nicht abonniert habt, unten links könnt ihr das gerne noch tun. Und wenn ihr irgendwie hierzu Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, bleibt gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.